Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Das werde ich nie hinkriegen. Ich habe es einmal hingekriegt, glaube ich zumindest. Das wird danach nichts mehr. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Ohne entdeckt zu werden. Das kriege ich nicht hin. Das weiß ich jetzt schon. Sowas ist nicht mein Ding. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Aha. Oh. Denk dran. Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Wer hängt denn da noch so rum? Ja, ganz toll. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Ich meine, ich wäre ja auch eher auf der Seite des Bösen, ne? Lieber die rechte Hand des Teufels, als ihm im Weg zu stehen, aber. Ach da, ja, badabadi. Du wirst geschnappt, Quinn, geschnappt und weggeschossen. Los, komm, mach auf da. Jetzt habe ich auf jeden Fall zwei Punkte schon. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Der läuft da unten rum. Ich habe hier oben noch einen. Wer das da oben ist, wer da hängt, da weiß ich nicht. Ich habe da einen. Oh. Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. So, jetzt habe ich noch einen. Zwei habe ich jetzt noch. Es ist natürlich die Frage, wie gehe ich vor? Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Ich will mir ihn schnappen. Zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Wer ist das denn da? Wer hängt denn da? Ich kann's nicht sehen. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein, das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. J hat wieder gewonnen. Mr. J wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? So, hier habe ich alle weg. Muss ich da nur hoch? Ja gut, da kann ich nicht rein. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Huhuhu.
Natürlich war das leicht für dich. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Hab dich. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Ich weiß nicht, ob das diesen komischen Scarecrow noch toppen kann. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Gordon, lauf! Ständig, Ladies. Ich will nicht mit dir spielen. Oh mein Gott. Was mache ich denn? Diesmal besiege ich dich, Batman. Wow. Oh Gott. Bringt das überhaupt was? Ah, super. Voll reingesprungen, ey. Ach, Lecko. Ich hatte so viele Probleme. Und mehr hast du nicht zu bieten, Bane? Hilf ihm mal, Jungs. Na los! Hilfe, Bane! Ja! Halt still, während ich dein Gesicht in den Boden ramme! Ich werde dich vernichten! Du wirst mir nicht wieder entkommen. Feind. Du schlägst wie ein alter Mann. Au. Ach Mann! Schlag ihn nieder! Diesmal besiege ich dich, Batman! Ja. Komm schon! Ja.
Ich knüll dich wie Papier zusammen. Ach, leck mich. Platz. Musst du mal mit meinem Hund schimpfen? Puh, ist mir heiß. Bane und Wayne. Batman, geht's dir gut? Nope. Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Ein schönes Auto. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Hexe? Das ist Spanisch für Hexe. Ich bin so gut. Ja. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Okay. So, wo soll ich jetzt hin? Forschung in der Bathöhle. Wo soll ich hingehen? Nord? Ist hier, ne? Ja, da. Ach, Position jetzt auf Karte. Ah. Okay. Gut. Ich habe da aber gerade was gesehen. Das war eine der leichteren. Die Fledermaus! Die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ich mach Hackfleisch aus dir! Das glaube ich nicht. Kommen wir da denn jetzt durch? East. Warte mal, dann gehe ich nach East. Dann muss ich da so. Dann, nee. Wäre einfacher, wenn ich da lang gehe. Hier! Na. Du meine Güte. Au! Ja! Ja!
Ein Hund kann sich bei dem warmen Wetter nicht entscheiden, wie er liegen soll. Der rangelt hier die ganze Zeit rum. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Na, wie praktisch, dass wir hier eine Höhle haben. Ach, schon wieder ein paar Schläger? Na, kommt her. Die Fledermaus! Ich werde dich aufschneiden, Stück für Stück! Ach, nicht der schon wieder. Dich habe ich auch. Ich denke mal hier. Ja. Definitiv hier. Okay, da kommt auch keiner rein. Oh, ich habe hier noch was gefunden. Guck mal. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Ich weiß nicht, wen er meint. Normalerweise bin ich sehr gut in sowas. Die ging aber einfach auf die Tür. Und? Betthülle? Nein. Aha. Ja. Oh, schick, schick, schick. Das hat er nicht getan. Wie geil war das denn? Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindert. Sicherheitssystem deaktiviert. Wie geil war das denn bitte gerade? Oh, ich habe Rückenpinne gerade. Oh, Rückenschmerzen. Quälen mich immer bei so heißem Wetter. Komm, Epic ist vorbei hier, dann... Los. Los, das reicht? Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel.
Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Ja. Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Moment, wir kriegen gerade ein Upgrade. Batclaw. Die Enterhakenaufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Damit ich jetzt wieder zurücklatschen kann und die Sachen, an die wir nicht vorhin drangekommen sind, nochmal machen kann. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Echt jetzt? Wo sind die Katakomben? Ah ja, ich habe es, ja, jetzt bedenken können. Wir hatten da auch so ein komisches Flugzeug. Habt ihr das gesehen? Und wo das nachher auch fliegen können? Batclaw zielen? Wohin? Achso, ja. Seht ihr? Ich sag doch. Hui. Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich annehmen, ich meine... Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja. Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe, werde ich auf keinen Fall tolerieren. Nee, wieso sind schon längst wieder weg. Immer wenn ich so einen Konteranschlag machen will, rasten die hier völlig aus. Oh. Was war das denn gerade? Ich konnte den mit dieser Batclaw konnte ich den richtig ziehen. War ja geil. Ein Tonband. Wow, unser erstes. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Ach, oh. Ja, ich weiß, wir haben nicht alle gekriegt. Also ich glaube zu wissen, dass ich zwei auf jeden Fall übersehen habe, aber ich bin zu faul, um sie zu suchen. Obwohl ich echt gerne Harley. Naja, gut. Lass erstmal hier Lucky machen. Danger Keyboard. Oh, ich darf den Namen nicht laut sagen. Mein Hund heißt ja so. Scheiße. Ja, wohin denn? Ich weiß nicht. Scheiße. Ich könnte überall lang gehen. Oh. Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Bitte nicht. Nein. Ich will nicht gegen den kämpfen. Eine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Toll, das hätte ich mir auch sparen können. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr.
Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Ich will nicht gegen das Krokodil. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar, ja. Aha, das sieht sehr nach Bossfight aus? Ich weiß nicht. Nee, oder? Klettern eher, nur klettern. Ja. Yeah. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Okay, ich kann hier jetzt nirgendwo hochklettern. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Und dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Wir kommen an die Oberfläche. Ja gut, anders hätte er ja auch eigentlich gar nicht rausgekonnt, ne? Als durch die Kanalisation. Wie soll er denn? Er hätte ja schlecht wieder rauffliegen können. Wenn ich schon mal Trophäen... Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Wenn ich schon mal da bin, dann kann ich das ja auch machen. Jetzt haben sie uns hier extra so eine Laufkletter-Dingsbums-Geschichte gegeben. Wo wir unseren Haken nicht benutzen können, was total fies ist. Aber sonst wäre es jetzt zu einfach, ne? Das wollten sie ja dann auch nicht. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Jo. Nett. Was war das denn da gerade? Oh mein Gott. Ist dieses Teil hier gebaut worden, ey? Ah, ich wusste es. Warum muss er unbedingt eine Fledermaus machen?
Hätte ja auch irgendwas anderes gereicht. Ein Punkt, ein Strich oder sonst irgendetwas. Das dauert immer so ewig lange, bis er da die Fledermaus gemalt hat. Hä? Hä? Moment mal. Was? Hä? Von da bin ich da gekommen? Was? Wieso bin ich da jetzt lang gegangen? Hä? Moment. Nein. Hä? Was? Ich verstehe es nicht. Ja. Der war scheiße. Ich verstehe das nicht. Ich muss da jetzt nochmal lang gehen. Ich hab's jetzt... Bin ich denn aus Versehen wieder zurückgegangen? So, hier habe ich die Dingens gefunden. Genau, so. Hier gehe ich jetzt durch. Genau, hier dann durch. Was sag ich doch? Hä? Ich hab jetzt gedacht, das steht zu leicht. Ding Dong! Hier ist wieder Joker! Macht euch nicht, der Fledermaus, keine Sorgen! Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen vorbereitet, falls er sich dazu entschließen sollte, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Oh, wie lustig. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Na gut, meine Lieben, aber ich muss jetzt eh Schluss machen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.